Hallo und herzlich willkommen zur fünften Heiligen Nacht. Wir treten nun ein in das Zeichen des Skorpions. Wie gesagt, wir durchlaufen ja in der Wirklichkeit in diesen 13 Tagen den kosmischen Kreislauf nach den Erkenntnissen der spirituellen Wissenschaft. Wir sind eingebunden und wenn du sensibel genug bist, kannst du das alles für dich nachprüfen und ausprobieren. Nichts muss geglaubt, sondern alles kann getestet werden. Es mag aber sein, dass das einige Zeit dauert, einige Jahre, dich immer mehr darauf einzustellen und für dich die besonderen Qualitäten dieser 13 Tage und Nächte herauszufinden. Über den Geistern der Persönlichkeit, diesen Achai, stehen die sogenannten Geister der Form, wie sie genannt werden, denn sie haben uns, ja, wir können sagen, die Form unseres Ichs gegeben. Im Griechischen lautet ihr Name Exousiai, weshalb sie im Deutschen damals von Luther als Gewalten übersetzt wurden. Es gibt auch lateinische Namen, du kannst dazu mehr auf der Website erfahren. Und diese großen geistigen Wesenheiten spielen nun eine ganz entscheidende Rolle für uns. Denn was sind sie? Sie sind die großen Herrscher unseres Sonnensystems. Im Alten Testament, im Hebräischen, heißen sie die Elohim. Und sie werden als Sonnengötter bezeichnet. Die Wesen, die unser Sonnensystem regieren, so machtvoll sind sie. Das klingt alles sehr wissenschaftlich und ist es auch. Und für uns als Geisteswissenschaftler ist das sehr normal, so über diese Wesen zu sprechen. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und gleichzeitig haben wir eine große Ehrfurcht und eine Demut, die sich da entwickelt gegenüber all diesen Wesenheiten, weil sie zum Teil sehr, sehr weit über uns stehen und Kräfte haben, die eine Sonne bewegen können, ein Sonnensystem. Und trotzdem können wir sie verstehen. Das ist das Schöne, das Wunderbare an dieser Geisteswissenschaft, dass wir das wirklich verstehen können. Wir sind diesen Wesenheiten der Exousiai oder Elohim auch in großer Dankbarkeit verbunden. Nicht nur ihnen, sondern den anderen Wesenheiten auch. Denn sie haben uns das gegeben, sie haben dazu beigetragen, dass es uns überhaupt gibt. Ihnen verdanken wir alles, was wir sind. Und in Liebe haben sie uns erschaffen und begleitet und dafür gesorgt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Aber sie wollen vor allem eines, das ist nämlich der große Plan, dass wir frei werden. Und auch, dass wir sie verstehen und mit ihnen bewusst zusammenarbeiten in der Zukunft. Und dieses Verstehen ist ein geistiges. Es ist das Wissen der Eingeweihten. Es ist diese spirituelle Wissenschaft. Und für dieses geistige, überschauende Wissen steht auch stets der Adler. Er steht für die Freiheit. Und dazu sollten wir ein weiteres Geheimnis kennen, dass früher dort, wo heute der Skorpion im Tierkreis steht, der Adler stand. Freiheit zu erlangen ist also das große Ziel. Und dazu haben uns diese mächtigen Sonnengeister in einem noch höheren Auftrag, nämlich dem des Vaters, erschaffen. Und diese Gedanken mögen hilfreich sein, sich in eine richtige Stimmung für diesen Tag zu bringen und ihn in eine Stimmung der Dankbarkeit gegenüber all diesen unseren wunderbaren Begleitern zu bringen. Denn diese Dankbarkeit, diese Ehrfurcht ist nämlich ein Schlüssel zur Öffnung des Tors in die geistige Welt, um irgendwann ganz persönlich diese Wesen in vollem Bewusstsein zu erleben. Das wird kommen, je mehr du dich, je mehr ich mich bewusst mit diesem Wissen beschäftigst und es verinnerlichst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten fünften Tag und davor eine erfüllte heilige Nacht. Dein Axel Buck.